an die Scheiße jetzt hier. Mein Gott, Bullen gehe ich aber nicht häufig. Das dauert ja ewig, bis man hier mal durch ist. Ja, komm, den Ball snacken wir sowas von. Den Pin snacken wir sowas von weg. Nein, mein Mann, Spare. Was heißt ein Spare nochmal? Das heißt. Wird irgendwas doppelt gezählt? Ich weiß es nicht. Mein Gott, Michelle, du kriegst ja gar nichts gebacken. Du bist ja voll dumme Hure. Oh mein Gott, aber jetzt habe ich ihn tatsächlich. Diese fucking Splits. Jetzt konnte ich ihn tatsächlich irgendwie korrigieren. Ja, komm, Nico, du kleiner Hunde. Mensch. Okay. Oh! Oh! Das war nicht so gut. No! Ein bisschen zu weit. Hä? Wir hatten die 26 geschafft. Bitte F? Will you take me back home now? I'm not going to make you take the subway. Let's go. Auf zu Michelles Wagen. Aber irgendwie haben wir nur ein halbes Spiel gespielt. Ich meine, finde ich gut, weil das hat sich würde sich dann doch relativ ziehen. So, you don't know many people here in Liberty City. No boyfriends or husbands or anything? No, I guess I'm married to my job. Well, what do you do? What do you do? Come on, I asked first. I work with Mallory. What do you do, exactly? You're a hard girl to talk to, Michelle. I guess you're not used to talking to American women. I guess. Ja, das heißt, die beiden Spackomaten wissen jetzt gegenseitig nicht, was zu tun. Ich meine, sie sagt, sie arbeitet mit Michelle. Aber das halte ich ja schon mal komplett für eine Lüge. Weil sah das nicht vorhin so aus, als würde Michelle mit in diesem geilen Taxiunternehmen arbeiten? Von fucking Roman? Nee, nee, jetzt ab jetzt immer nur noch fucking Roman, nicht mehr Cousin oder so. Der Junge heißt fucking Roman, ich hasse den Jungen. Aber dem müssen wir gleich mal ein bisschen helfen. Das war jetzt eine alte... So, what are you doing in Liberty City, Nico? What's anybody doing here? I don't know. I think you do. There must be something that made you leave your home and come here. Roman, was mit Krieg, du Stück. I just felt like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City then? Just Roman? Maybe there is more to this place. I'm not sure yet. Eventuell wirst du es mir ja zeigen, Michelle. Und wie mag ich den Namen? Ich weiß auch nicht wieso. Er geht so gut von den Lippen. Das Lied ist so geil. Oh. Ciao, Michelle. War super mit dir. Jetzt muss ich meinen fucking Rome retten. Yeah, that would be good. I'll give you a call. Please do, Nico. See you soon. Wie, das war's? Kein Kaffee mehr oben? Ach, diese Amerikaner. Yes, eine Mission. Du kannst jetzt mit Michelle ausgehen. Sie wird dich ab und an anrufen, um sich mit dir zu verabreden. Ich freue mich schon darauf. Da werden wir aber nicht mehr Bullen gehen, weil das war stinklangweilig. Alternative kannst du sie anrufen. Ja, das wird mit Sicherheit passieren. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. So, was ist jetzt hier mit fucking Roman eigentlich gewesen? Hat er mich nicht angerufen? Oh. You shouldn't have borrowed money from them in the first place, Roman. Anyway, I was seeing Michelle. Nein, I thought you wanted me to date her. That's what it means, me getting beat up and sent to hospital. Come and pick me up, cousin, and at least tell me that you got her titties out. Maybe then your betrayal would be worthwhile. They were nice titties, yes? Ah, komm, ich hol Roman ab. Roman. Nothing can stop you being horny. I'll see you soon. Also ohne Scheiß, das ist die Freundin von seiner Freundin. What the fuck? Egal, ich sag mir jetzt erstmal hier den geilen. Banshee! Kenn ich auch noch aus GTA 3. Jetzt geht's ab. Wo muss ich den denn abholen, den dummen Roman-Wichser? Fucking Roman wollte ich ihn ja nennen. Sieht man das irgendwo auf der Map? Oh, ich fahre natürlich erstmal eiskalt in die falsche Richtung. Guck mal, jetzt habe ich auch immerhin schon Bowling auf der Karte freigeschaltet. Ein bisschen, Waffen wären mir ja persönlich lieber, aber man kann ja nicht alles haben im Leben. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass sich der Anfang von GTA leider ein bisschen zieht. Seed. Letztens beim Twittern Seed falsch geschrieben. Da wurde ich erstmal direkt darauf hingewiesen. Ich habe es nämlich nur mit 2e geschrieben. Ich Vollidiot. Und darauf wurde ich auch mehrfach hingewiesen. Vollkommen zurecht. Aber ich habe halt die Theorie aufgestellt.
dass die in ihrem Lied, wo die sagen, du blinkst mit den Augen und alles ist vergessen, über dieses Blitzdings von den Men in Black Filmen reden. Oh, Rome, geht's dir nicht so gut? Ja, nicht fuck you. There is the man who chose Coach before his cousin. I hope she was worth it. Will you drive me back to the office, cousin? Wurdest du verprügelt oder was, du Stück Scheiße? Kannst du nicht mal hier vernünftig wehren. Laundromat. Tell me how she was. I wondered about Michelle when I first met her. If she was not the friend of Mallory's, it would be me with the smell of titty on my breath. And you, who ended up in hospital. Firstly, Gorman, my breath does not smell of titty. Secondly, I don't think that your loan shark friends could hospitalize me. Look after myself. All the more reason why I should have hooked up with Michelle. Everyone would be a winner. Yes, well, I will not let these men treat you like that again. I'm sorry for letting you down, Roman. Bros before hoes, oder was? Na, wobei nicht bei fucking Roman. I apologize again for not being there for you. You've done a lot for me since I got here. The choice between some titties and your safety would have been difficult for me as well. Don't worry, Rico. Call me soon. Oh, ein Spackomat, ey. Speichert Inhalte, juhu. Oh, was ist denn hier los? Ich habe erstmal einen Banshee, den möchte ich gerne safen. Du kannst in deiner Wohnung fernsehen. Ja, das ist ja ganz großartig. Was höre ich hier eigentlich für ein fucking Radiosender? Ah, hier haben wir wenigstens Mikkel. Bitte safe mir dieses Auto. Das würde ich gerne weiter benutzen. Auch wenn die Farbe, ja, ja, soweit ich weiß, ändert sich die Farbe sowieso. Oh mein Gott. Shit, Nico. Blender has me trapped again. This is all your fault. Okay, Roman. I'm not going to let something else get in the way this time. Where are you? Over on the court, under the L train on Firefly. Blender, buddy. Ja, das war ja schon mal gut, dass wir uns hier überhaupt in die Richtung bewegt haben. Hat sich sehr gelohnt. Ja, Hauptsache mein Benji ist noch am Start. Boah, ich drücke immer M, um auf die Map zu gucken. Oh, guck mal, der macht das wieder automatisch. Ja, warum sollte ich die GPS-Route ausschalten? Ich meine, es ist natürlich auch witzig wie bei Far Cry, aber da kann man ja auch vernünftig mal durchs Gebüsch heizen, das ist hier ein bisschen schwierig. Durch so eine Wohnung fährt es sich natürlich etwas schwieriger. Oh, fuck. Ich sollte ein bisschen dann auch darauf achten. Ey, verfolgst du mich, du Stück Scheiße? Huch. Wo platziere ich denn meine Karre am besten? Checken wir doch mal ab, was Roman wieder hier für eine Scheiße gebaut hat. Oh. Listen, Darden is a good friend of mine. It was a misunderstanding. Oh. Oh. Hey, Chief, there he is. Keep on fat boy here and I'll talk to him. Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Hat die Gangster-Wichser keine Knarre haben. Zack. Also, du kannst irgendwas, du Stück. Bam. Bam. Bam! Bam! Oh Gott. Bam! Boah, das war ein Haken. Das war ein Haken. Bam, bam. So. Roman kann auch nix. Fucking Roman, ey. Ohne Witz. Wolltest du gerade ausholen, ne? Oh, jetzt hat er mich weggeschickt. Und zack. Oh, fuck. Ah, Noob, ich. Bin ich da ausgewichen? Na komm her, du Stück. Ja, aber gleich habe ich dich. Bam! Nein! Oh mein Gott, was war das denn für eine Scheiße? Ja, genau, Roman. Du würdest dir meine geben, wenn du kein Pazifist wärst. So eine Bitch, ohne Witz. Ich meine, ich wäre wahrscheinlich in einem Kampf auch nicht so genial. Speaking of shitheads, here's Darden. Come on, my car is over there. Let's get him. You drive. I don't feel so good.
Ich will nicht deine fucking Karre benutzen. Ich habe eine geile Karre dabei. Ja, wie ärgerlich. Ich glaube, meine Karre ist auch weg. Roman, beweg deinen fetten Arsch. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ich würde halt in einem Battle auch nicht so genial sein. Aber ich bin auch kein fucking Geldlein. If I wanted to buy a stolen TV, I go to Darden. Who does he think he's fucking with? Balik Enterprises, that's who! We're going to the top, Nico! The top! For now, let's just try to survive, cousin. Unglaublich, was Nico, was fucking Roman jetzt für dicke Eier hat. Oh mein Gott. Nur weil ich da bin. Unglaublich, was ich für ein schlechter Fahrer bin gerade, aber die Karre hier, die ist ja auch mal das Behindertste auf der Welt. Komm, gib mal Gas. Nico, gib Gummi. Was sind wir denn hier am Hafen, oder was? Oh, guck mal, wie langsam der geworden ist. Das ist durchaus freundlich gewesen von ihm. Und jetzt wird er wieder unfassbar schnell. Was ist denn das für eine Schweinerei? Okay. Ich meine, wir haben ja auch, wie gesagt, eine fucking Karre. Ich kann den gar nicht einholen. Oh, was versuchst du denn? Läuft. Einmal ein Röllchen gemacht. Macht gar nichts. Kriegt den schon noch irgendwann. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das bei GTA 4 so war, dass das gewollt ist. Das. Der hat eindeutig die besseren Bremsen als ich. Mein, komm schon, hinterher. Ja, ist mir doch egal. Oh, fuck, der ist hochgeklettert. Ja, das können wir so natürlich nicht zulassen. Hatte der nicht eigentlich irgendeine Waffe dabei? Ja, wenn sich Gegner über deiner aktuellen Position befindet, dann wird das durch diesen komischen Pfeil angezeigt auf dem Radar. Komm, du Bitch. Dich kriege ich noch. You broke my arm already, man. Moment, lass mal auszuweichen, gefolgt von R oder LMT. Wie kann ich denn Leertaste? Moment, wie kann ich den entwaffnen? Ich weiß es gerade nicht. Ich konnte es nicht vernünftig erkennen. Aber macht nichts, dann haue ich den einfach so kaputt. Als wenn er was kann, der Wichser. Ich bin fucking Nico Bellic. Oh. R und T, what the... You broke my arm already, man. Ich meine, Leertaste bringt eigentlich gar nichts. Motherfucker, stay away. Und R was? Aua. Oh, jetzt ist er down, der Junge. Jetzt hast du ein Problem, Junge. You stay down there. You shouldn't play with sharp objects, Darden. So, jetzt habe ich immerhin schon mal ein Messer. Ich würde sagen, ein klarer Fortschritt. Kleiner Schritt für Nico, ein wichtiger Schritt für Pete. Das war jetzt ein bisschen noobig mit dem Ausweichen. Keine Ahnung, wie das vernünftig funktioniert. Irgendwas mit Leertaste und R und T, aber das hat, naja. Das war nicht gerade erfolgreich. Ja, Rome, bist du hier geil schön sitzen geblieben? Oh, bist du eine fucking Pussy. Was hören wir denn hier eigentlich wieder für eine Wichser? Ah, hier ist gerade Werbung. They always try to squeeze you for everything. A man in Europe, another Russian. Bulgari. He lived on the Adriatic. Believed I owed him money when I did not. It made my life impossible. There was no avoiding him. Did you deal with him like you did Darden and Bleeder? He had too many connections for that. I had to leave.
He is one of the reasons I came here. And to see your cousin, of course. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is all plain sailing straight to the top for you and me. Yeah. We will see if things are that simple. Mit dir immer, fucking Roman. Alles easy. Keine Probleme mehr. Werde ich mir mal hinter die Ohren schreiben. Mal gucken, ob das der Wahrheit entspricht. Ja, see you later, fucking Roman. Gucken, ach so, da können wir direkt... Mir geht's aber gar nicht so gut. Ich glaube, ich möchte jetzt mal tatsächlich eben das Spiel...